So, guten Abend. Heute würde ich über die Reizformation erklären bzw. besprechen. Reizinformation gehört zu alter Begriff, die ich gelernt habe. Natürlich, wenn der Übersetzung kann man auch sagen, Nervensystem. Und diese Reizformation in alter Zeit nennt man auch Geist, weil existiert dieser Geist in den Körper. Sie sind mit dem Körper nicht vermengt, geschmelzt, sondern sie vermengen. Ja, unterschiedlich bei Twilight Zone. Es ist eine Schmelzung zwischen Dasein und Nicht-Dasein. Wie Schattierung, die immer von wenig, wie Begriff Yin und Yang. Kennt euch bestimmt eine Kreis zwischen Schwarz und Weiß, die sie sich abgestimmt hat. Und das hat man auch häufig falsch verstanden an Dasein und Nicht-Dasein. Die auch nicht so ganz verkehrt, aber auch für die Mensch trifft nicht zu. Körper und Geist sind eigenständig voneinander. Nur der Geist existiert in den Körper. Die Frage, wie existieren sie? Sie existiert nichts anderes ist wie bei einem Luftballon. Also sie haben einen Isolationskörper davor gesetzt, die sogenannten Nervenbahn oder Nervenkörper. Und dieser Nervenkörper da drin enthält bestimmte Formationen, die man kann auch sagen, Flüssigkeit. Eine farblose Flüssigkeit, bisschen gelben Flüssigkeit, je nachdem. Diese Flüssigkeit ist ein Widerstand. Nicht weiter. Ansonsten ist der Nerven an sich ist eine Formation, die besteht auch eine magnetische Energie. Elektromagnetische Energie, Entschuldigung. Was heißt, sie haben eine Eigenschaft zwischen Elektronik, also Strom, die, wie wir uns kennen, und Eigenschaft von dem magnetischen Einfluss. Die beide nennen man magnetische Energie. Oder wie nennt man? Es ist eine Schwingung, im Grunde genommen, eine Bewegung. Die wir unten nennen an Frequenz. So, entweder in eine Kurve, in einen Kreis oder in verschiedenen Formen. Und das ist der eigentliche, der Körper von dem, dieser elektromagnetische Energie. Sie sind wie Wasser, wie Flüssigkeit vergleichbar. Nur Vergleich, aber nicht das ist. In einer Luftballon. Der Luftballonkörper an sich stellt eine Isolation vor oder eine Wand, die das Schwingung abfangen. Da drin. Und dieser Körper passt an den Körper, der unser Körper an menschlicher Körper. Hinein. Jede Veränderung in dem Fleisch, in dem Körper, in dem sowohl an aus Haltung, zum Beispiel wenn ich so hoch käme, ist eine verursacht eine Veränderung meiner Position. Und diese Veränderung bewirkt auf den Nervenbahn, dass sie sich eine Veränderung wahrnimmt. Und diese wahrnimmt, sie bringt das bis zum einen Zentralspeicher bzw. Arbeitsplatz. Man vergleicht dem Gehirn, also die Reizformation, wie eine Körper von Tintenfisch oder Kraken, in dem so viele Arme überall hin und jede Position, die eine Veränderung hat, sie meldet sich an den Kopf, an den Mitte. Und diese Mitte macht nichts anderes, ist,
außer dieser Veränderung an Input wahrnehme. Zum Beispiel, wenn ich eine Hand so schlage, in dem Moment in der Haut bewirkt eine bestimmte Schwingung. Und diese Schwingung setzt in den isolierten Haut von den Nerven. Die isolierte Haut von den Nerven nimmt diese Schwingung wahr und setzt das um in eine Frequenz, wo die Nervenschwingung verändert wird. Durch die Nerven, die sie ständig bewegt, sie trägt diese Veränderung mit an den bestimmten Knotenpunkt, beziehungsweise die Gehirnteil. Und in diesem Gehirnteil existiert ein Vergleich zwischen Aktion und Reaktion, die wir an autodynamischen Muster nennen. Das heißt, wenn meine Hand so steht, wenn ich bewege nach links 5 cm, bedeutet der Abstand von hier zum Bildschirm Ende 5 mm kürzer. Gleichzeitig diese Seite 5 mm länger. Okay? Wenn ich eine Aktion so mache, das ist die Reaktion. Wenn ich so mache, das ist eine Reaktion. Also Aktion und Reaktion stellen eine dynamische Muster. Und das macht den Gehirn. Und wie das gemacht wird, wenn man kann vergleichen. Wenn wir in einer Luftballon gefüllt mit Wasser, wenn wir eine Ecke drücken, bewirkt sie eine Entspannung. Gleichzeitig spannende woanders hin. Richtig? Und dasselbe Prinzip basiert diese Bewegung an unser Gehirnkörper. Passiert so, um dann richtig zu verstehen. Ich habe vorhin ein Bild vorbereitet, aber warte eine Sekunde, ja? Sekunde, ja. Das ist ja. Oh. Scan 1, Scan 2. Ich habe nicht sehen können. Moment. Okay. Okay, ich versuche erstmal, dass euch eine Bild zu bekommen. So. Probieren, ja, es ist nur eine. Kann euch sehen? Das Bild? Das heißt, kann euch bestätigen, dass euch sehen? Okay, also von dieser, wo ich meine Cursor bewege. Ja, Sekunde. Wenn ich meinen Cursor bewege, siehst du, das ist wie ein Trafo. Wenn die Schwingung oder egal was auch immer ist, reingehen, sie wird umgesetzt auf bearbeitbare Information. Und diese Information, egal wenn man redet, ich rede so, ah,
aber kommt in mein Gehirn wie eine Schwingung von, also wesentlich kleiner. Miniatur, sagen wir so. Nicht aber der Form, die verändert sich nicht. Und das hier, die Tafo ist in die Mitte, hier die Eisen ist eine Widerstand. Ich kann einstellen. Bis zum verständlich, nicht verständlich oder irgendeine Form. Dadurch kommen auch andere Art, zum Beispiel wie die Uhren. Deine Schwingung kommt so und kommt durch den Sieb durch, nur bestimmte Schwingung. Entschuldigung, ist ein Filter. Und noch einer, die, wie nennt man, eine Trichter, nicht Sieb, ein Trichter. Man geht da vorne und dann wird immer verkleinert, 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 bis zum da reingehen. Ähnlich wie bei Verdauungssystem, die du einen Workstop einnehmen. Und das nennen man die gesamte Eingang, egal was auch immer, eine Input. Du nimmst etwas was rein. Und diese Information nennen man auch eine Aktion Daten. Ja, wenn du von außen wahrnimmst, ist eine Aktion Daten. Wenn du aber nachdenken, zum Beispiel, wenn du kann auch eine Aktion Daten, an auch eine Reaktion Daten, aber man nennt einfach Aktion Daten. Geht zum Arbeit Resident. Die Arbeit Resident ist eigentlich dein Gehirn. Dein Gehirn ist, besteht aus zwei Teile. Ein Teil die Arbeitsspeicher und einen anderen Teil ist die Aussonderung. Zum Output. Output heißt eine Reaktion Daten. Wenn jemand auf dich zukommt, wie du es reagiert. Wenn jemand zu dir sagt, ich liebe dich, wie du dich empfindest. Das ist eine Reaktion Daten. Und diese Reaktion Daten mag in der Tatsache ist, dass die Gehirn nimmt eine bestimmte Schwingung auf in der durch die Nervenumhüllung, dieser Widerstand, dann bewirkt eine Veränderung der Schwingungsfrequenz der Nervenkörper. Durch die Veränderung der Nervenkörper, sie reagiert darauf auf eine Antwort an Output-Daten, dass sie manchmal, sag mal so, eine Sekunde. Ich würde mal so sagen, wenn jetzt hier eine Input-Daten, ich kann immer noch nicht, okay. Okay, Input, Daten, ist gleich Aktion, Daten. Soweit hat euch verstanden? Wir können hören etwas, wir können jemanden uns schlägt. Wir haben bestimmte Nährstoff aufgenommen. Die hat auch eine bestimmte Schwingung. Der Schwingung ist doch eigentlich, letztendlich ist eine Wirkstoff. Zum Beispiel, wenn ich sage, jetzt, oh, kennt ihr die Limettensaft? Wenn man Limetten pressen und dann kommt ein Saft, wie schmeckt die das? Automatisch stellen deine Körper so schnell eine Reaktion Daten. Das heißt,
Output-Daten gleich. Reaktionsdaten. So. Das ist nur ein Versuch. Ich hoffe, dass ihr versteht. Soweit. Okay, wir reden jetzt mal ein bisschen Output-Daten und Input-Daten. Jetzt vergleichen wir damit, dass man so sieht. Wo ist der Freihände? Oh Gott. Entschuldigung, ja, dann im Moment noch ein bisschen. Das ist ein Nervenkörper. Diesen Nervenkörper beinhaltet eine sogenannte Schwingung. Und diese Schwingung, sie ist nicht so, ich habe nur so, sie kann so. Und bekanntlich weißt du, dass die Geschwindigkeit ist wie Lichtgeschwindigkeit. So schnell, dass man nicht merken, dass die eigentlich nur durch die Linie zusammen ist, sehen. Wenn ich so mache, einen Punkt, dann siehst du nur einen Punkt. Wenn ich aber dieselbe Punkt immer hin und her mache, je mehr ich mache, je mehr wird es schwärzer. Dann bildet man sich einen Körper. Also die Körper von den Nerven bildet sich durch hin und her bewegen und sich wiederholt, frequent. Der Wiederholungsfrequenz, je höher die Wiederholungsfrequenz, entstehen auch die Körper. Und diese Körper durch eine isolierte Umhüllung, sogenannten Nervenbahn, die überall in den ganzen Körper automatisch angelegt. Sie kann zuwächst, wenn sie einen Platz hat, dann wächst sie zu. Ähnlich, wenn eine Luftballon, wenn du diese Ecke hier drückst, dann entstehen so, aber es vergrößert woanders hin. Wenn du aber die beide Seiten drückst, dann entstehen so ein Körper. Automatik. Und diese entstehen, diese Körperautomatik ist, das gibt eine Lücke, die nicht erfassbare Information. Also bildet sie sich hier ein Kanal, um damit hier wieder herstellt. So. Entschuldigung? Ja? Das ist jetzt Nervenquerschnitt, oder? Ja. Okay. Also, ich versuche so zu erklären. Ein Nervenquerschnitt ist besteht wie eine Röhre. Und da drinnen beinhaltet die Schwingung oder Wasser. Und die Wasser passt an den Röhre an. Egal welche Form, wie auch immer. Sie kann Druck erzeugen. Wenn die von außen Druck ist, verändert sie die Schwingungsfrequenz. Wenn sie von sich selbst verstärkt die Frequenz, dann kann sie von außen der Schwingung beeinflussen. Und es ist so wie ein typisch, die wir nennen, eine so, wenn eine Linie gerade ist, dann ist es A gleich A. Wenn ich aber die verändert ist, dann ist hier mehr Platz an dieser Seite, automatisch. Und wenn ich da drinnen gedrückt bekomme, dann hat außen hier mehr Platz und da innen weniger Platz. Dann beeinflusst meine Schwingung, die nicht rübergehen kann, also verändert meine Schwingung da drin. Ich wollte nur sagen, der Nervenkörper besteht auf die momentane ihrer Körperumriss.
Und wenn der Körperumriss verändert, verändert auch ihre Schwingungsfrequenz, wie sie schwingt, wie sie sich da drin formiert. Und diese Veränderung von Formation basiert aufgrund von Input. Also von Input-Daten. Und wenn ihr, das ist Input-Daten hier. Und das entgegengesetzt ist eine Output-Daten hier. Wenn ihr von innen nach außen wölbt, das sind Output-Daten. Für uns, wenn man Interaktion-Daten und Reaktion-Daten, die wir auch sehr viele in Kampfsituationen benutzen. Und das auch, dass hier diese Aktion-Daten, die wir uns an autodynamische Muster nennen, sehr viel benutzt und auch nützliche Informationen, die wir überhaupt aus dem Heilung, Heilkunde bekommen. Weil wenn wir eine Autodynamik nicht kennen, autodynamische Muster nicht hat, dann kann man gar nicht reagieren. Jeden Tag, was wir Kampfkunden lernen, nur um dynamische Reaktionsmuster zu machen. Weiter nicht. Je mehr man hat, seit Kinder lernen wir zu wissen, aha, wenn ich Banane esse, dann werde ich meinen Körper verstopfen. Wenn ich aber salzig essen oder süßig, kann ich Durchfall kriegen. Die Konsistenz von meinem Stuhlgang sagt mir auch, welcher Gesundheitszustand mein Körper ist. Welcher Stoff sie Überfluss hat, welcher Stoff sie ablehnt, welcher Stoff sie annimmt. Das sind alle Wissen, die man genau wusste. Wenn dein Körper sagt, ich habe Lust auf Hühner, ich habe Lust auf Salat, hat einen Grund. Und wie bekommen die denn? Indem sie erstmal eine Sekunde. Ja, kann leider nicht benutzen. Es tut mir leid. Also, nochmal. Ich hoffe, nächstes Mal würde ich bessere Bilder machen können. An jetzt. Okay, ich versuche es mal. Ich habe euch noch, bitte habt Geduld mit mir. Wenn es erlaubt ist, zwischendurch eine Frage. Der eine Teil bei dem Querschnitt von dem Nerv war jetzt das, was man in der Biologie unter, also das erklären die mit elektrischen Potenzialen, die weitergeleitet werden. Ja. Das war das, wo du meintest, dass die Nerven, die der Durchschnitt, der Querschnitt, durch den Querschnitt die innenliegende Schwingung verändert wird oder beziehungsweise der Nerv als solcher gepresst wird. Ja. Und dadurch eine Reizweiterleitung macht. Ja. Das, was reingeht, sind die Aktionsdaten, die Wahrnehmung. Mhm. Und das, was rausgeht, ist dann zum Beispiel, wenn ich sage, ich sehe einen Angriff, und mir rutscht dann sofort eine Abwehr raus. Das sind dann die Reaktionsdaten. Also die autodynamische Reaktion da drin. Ja. Okay. Dankeschön. So. So, und jetzt versuche ich erstmal den Bild zu schaffen. Der Input-Daten ist jetzt hier. Das heißt, hier ist die Kreis, steht sich an Nervenkörper.
und der Input-Daten, das heißt der Information, die an den Nervenkörper hineingehen. Und die Nerven besteht auf Nervenbahn und eine zentrale Auswertung. Oh, Sekunde. Früher habe ich schon mal besser hingekriegt. So. Okay. Die Information, die geht hier rein. Die Veränderung, die geht hier rein. An Aktiondaten. Also die Aktiondaten ist hier. Die geht hier rein. Hier ist wiederum, kann man so sagen, ist eine Arbeitsresident. Das heißt Gehirn, kann man auch so sagen. Unser Gehirn besteht aus vielen Zellen, die zusammen, also die verbunden. Und diese verbunden ist nichts anderes, ist, außer eine Ablage von Aktiondaten. Wenn die Datenzugang entweder sie holt von außen, also die Inputdaten, die Inputdaten kann auch von Aktiondaten, das heißt von außen kommen, oder sie kommt von Gedächtnis. Gedächtnisspeicher. Die kann auch hier kommen. So, und der Gedächtnisspeicher, wenn Sie da reinkommen in die Arbeit, Resident, das heißt, du holst irgendeinen Daten rein und simuliert an Aktiondaten. Zum Beispiel, ich hole die Daten über Kunstück ein. Automatisch, die gesamte, was gespeichert ist über Kunstück, wird rausgenommen. Wird rausgenommen in der Arbeitsresident Zwischen gespeichert. Und diese Zwischen speichert unterscheiden Daten von dir zwischen Aktion und Reaktion an dynamischen Muster. Diese dynamische Datenmuster bedeutet, sie haben sowohl positiv als auch negativ, wie DNA. Ist nicht anders an wie DNA. Wenn du einfach gerade redet, das sind Aktionen. In dem Moment. Aktion gleich. Reaktion. Wenn aber eine Plus, das ist nur vergleichsweise, okay? Nicht hundertprozentig. Minus Reaktion. Das heißt, wenn du schlägst, ich nehme deinen Schlag an. Ich bin passiv. Ich kann nur passiv reagieren, weil dein Schlag ist schon angekommen. Wenn ich aber vorzeitig wusste, kann ich eine simulieren. Simuliert, das heißt, die Aktiondaten, ich hole nicht von dir in dem Moment, wo du die Faust an mein Gesicht triffst, sondern mein Gedächtnis hole auf dem Gedächtnisspeicher. Oh, wenn dieses Format auf mein Gesicht kommt, in nächster Sekunde schlägt ein und tut weh, hole ich eine Reaktionsdaten, um das zu verhindern. Das heißt, ich weiche mich auch.
das nennt man Reaktion-Daten. Wie reagiere ich, wenn eine Aktion kommt? Also in diesem Punkt erstmal möchte ich euch erstmal, ich möchte kurz stoppen, damit euch Zwischenfrage stellen können. Bitte schön. Ja, dann fange ich mal an mit Zwischenfrage. Ja. Wenn ich richtig verstanden habe, ist das so aufgebaut, dass wenn du ein Input, also ein Reiz, sage ich mal, bekommst, da ein Filter oder ein Widerstand dazwischen ist, damit die Daten für den Körper verträglich sind, die er aufnimmt. Richtig? Mhm. Das ist für die Gehirn. Ja. Und dann, entsteht dadurch, dass im Gehirn ausgewertet wird, ein Output. Wenn ich jetzt diesen Filter, Widerstand oder Trichter wegnehme und die Daten ungefiltert reinkommen, dann habe ich quasi den Körper zerstört oder er hat zum Beispiel Schmerzen oder sowas in der Art. Das heißt, einerseits keine Reaktionserwartung entgegensetzen können. Mhm. Das heißt, einerseits, man kann den Körper auf diese Art schädigen, aber im Umkehrschluss heißt es, wenn ich weiß, wo der Filter oder der Trichter oder was auch immer die Daten verkleinert, fehlt, kann ich ihn auch heilen, wenn er Beschwerde hat an dieser Stelle oder in der Heilung unterstützen. Okay, und meine zweite Frage. Vergleicht man. Moment, vergleicht man, wenn man einen Schmerz hat, dass du bestimmte Tabletten nimmst. Was macht der Tabletten? Indem die Übertragung von Schwingungen hemmen. Ja. Nicht aber das Problem gelöst. Mhm. Okay. So, weiter, zweite Frage. Die hast du ja fast schon beantwortet. Ich wollte fragen, ob die Reizweiterleitung grundsätzlich in Richtung Gehirn geht, dann eine Auswertung passiert und dann die Reaktion erfolgt. Das wäre ja auch Schulmedizin so. Aber wenn ich mir vorstelle, wenn ich meinen Finger zum Beispiel in eine Flamme halte, ich ziehe ganz schnell weg, so schnell, wie ich nicht mal denke, jedenfalls nicht bewusst. Ja. Und trotzdem. Ja, weil es in Autodynamik. Ja, also das ist etwas, was ich mir schon gemerkt habe quasi. Und die Reaktion erfolgt dann oder erfolgt die dadurch, dass die Flamme sozusagen die Haut verbrennt, die weitergeleitet wird ans Gehirn und dann die Reaktion erfolgt? Die Reaktion erfolgt in dem Moment automatisch. Ja. Wir nennen Autodynamik oder Reflex. Ah ja, okay. Reaktion. So, okay. Mipai, Sekunde. Mipai, du hast gefragt. Du hast unterschieden zwischen dem Arbeitsresidenzspeicher und dem Gedächtnisspeicher. Ja. Gibt es in der Freikämpferheilkunde da eine räumliche Trennung im Gehirn oder wo findet das statt? Also wo liegt das? Im Gehirn gibt nur die Daten, die dort zwischengespeichert, wie Betriebsspeicher, Arbeitsspeicher in Computer, die vergleichbar. Also der Residenzspeicher ist im Grunde genommen das Gehirn. Ja. Wo ist der Gedächtnisspeicher? Der Gedächtnisspeicher liegt an den Zellkörper, das Gehirn. Wie ein Chip. Sie leitet die Informationen nur, die sich zusammen verknüpft oder auch nicht. Die Vergesslichkeit der Mensch, wenn die Gehirnzelle absterben. Ja. Indem sie bestimmte Muster nicht mehr aktiviert ist. Aber wo befindet sich dann der Residenzspeicher? Der Residenzspeicher befindet sich in einem kleinen Gehirn. Nenne man Kleinhirn. Also das Ding hinten im Nacken? Ja. Das ist Residenzspeicher und der Rest von dem grauen Zeug ist Gedächtnisspeicher. Ja, wenn man guckt, wie die Gehirn wächst, das heißt, sie wächst durch ihre Verknüpfung, nicht der Körper. Mhm. Wenn sie die Verknüpfung miteinander, also Verbindung, wenn ein Nervenzellen die anderen verknüpft, also verbindet,
dann vergrößert er die Denkprozess. Mhm. Und die gesamte Gedächtnisspeicher nenne man auch eine Denkstruktur. Okay. Wie das angelegt ist. Zum Beispiel, wenn ich Mipai sehe, dann sage ich, ach, Mipai. Dann sind alle Daten, die bestimmte Schwingungsformen, die mit dir verknüpfen können, sofort in Erscheinung kommen. In der Arbeitsspeicher. Und dann jetzt, was gegenwärtig, was du machst. Du stellst die Frage, du stellst einen Wunsch. Dann erfülle ich dir deinen Wunsch durch den Muster, wenn du Hand hochhebst. Oder wenn du mir winkelst, dann wink ich zurück. Aktion und Reaktion. Wie Gegner, wenn du mich boxst, habe ich die Auswahl, zu reagieren. Wie ein Chip, ich kann in diesem Umfang, in diesem Umfang, in diesem Umfang. Kommt aber an, wie schnell ich angelegt habe oder wie viel ich angewöhnt habe. Ah, dann sind die, das, was heute im Blogartikel stand, Existenzängste. Ja. Ist im Grunde genommen eine Reaktion auf dem, was man aus dem Gedächtnisspeicher hervorgekramt hat und falsch abgeleitet hat. Richtig. Und das führt zu Reaktionspotenzialen, die unter Umständen zu körperlichen Reaktionen führen, die ja. Gesundheit schädigen können. Richtig. Okay, cool, danke. So. Bambi? Habe ich das richtig verstanden, dass Input-Daten und Output-Daten auch so wie Aktion und Reaktion sind? Richtig. Okay. Das war's schon. So. Chick-Boogie. Ich habe keine Fragen. Nee? Okay. Kistner. Ich habe erstmal alles verstanden. Ich würde weiter zuhören, keine Fragen. Okay. Schildkröte. Keine Fragen. Keine Frage. Keine Frage. Ja? Ich habe keine Frage. Gut. Danke. Larsen? Ich habe auch keine Fragen. Ist nicht so. Ja, ist nicht so einfach. Und Mipai, hast du noch was? Nee, akut nicht, dankeschön. Gut. Okay. Sobei, was ich das jetzt in Zusammenhang, warum über diese in Sayasat wird diese Art von Input und Output, beziehungsweise die Reizformation über Geist geredet, an Geist, beziehungsweise eine psychische Problematik. Wenn man psychisch den Mensch betrachtet oder auseinandersetzt, dann sind wir der Sayasat, ist dafür da. Damit euch verstanden. Anstelle geht man zum Psychologen, geht man zum Sayasat-Mensch. Dann erfahren du auch über psychologisch der Mensch. Oder überhaupt über Lebewesen. Und wenn du durch Jahren verstehst du über bewusst und unbewusster Wahrnehmung, dann kann du ja deine autodynamische Muster, Datenmuster erweitert. Je mehr du verfügst, kann du besser reagieren und schneller reagieren, bevor den Schaden dazu kommt. Wenn nicht, wenn du falsch reagierst, dann meistens die Verlierer. Und wenn du eine dynamische Datenmuster hat, dann kann du sogar selektiert auf bestimmte, wie nennt man, Klasse oder
Intensität oder bestimmter Zweck gebunden. Zum Beispiel, wenn ich jemanden schläge, zurückschlagen. Ich kann so weit schlagen, dass er tot, bewusstlos, Leid verletzt oder Angst bekommt. Das sind die Abstufungen nochmal. Und dass die Beschäftigung bei Pahuyut ist, sie hat diese Kenntnis genommen durch die Input und Output beziehungsweise dynamische Datenmuster. Versucht sie alle Kampfsysteme, alle Kampftechnik damit zu lösen, wie man damit machen. Die selber dadurch, diese Nerven ist eigentlich wie die Fahrer. Wenn du die Fahrverhalt siehst, Fahrverhalt, nicht Fahrgeschwindigkeit, sondern Fahrverhalt, dann erkennst du auch der Fahrer, was er für ein Typ ist. Vergleich wie wir, wie ich aussehe, das ist nur eine Anmerkung. Was mein Charakter ist, das bin ich. Viele Philosophen sagen, der Menschen mess man an Charakter. Und nicht an den Alter, nicht an den Aussehen. Stimmt. Alt und Aussehen ist nur eine Umhüllung. Wirklich der Mensch ist innen. Dann kommt man natürlich in Richtung Philosophie, kommt man in die Richtung Sayasar. Wenn man ein Problem, so wie jetzt, was ich angeboten, so veröffentlicht hat, über psychische Probleme, daher kommt, wenn man die Reizformation versteht, wie sie entsteht, wie sie funktioniert. Natürlich lernst du in Detail später, wie das die Einzelnen also gemacht werden. Sag mal nur einfach, kennst du euch bestimmt eine sogenannte Scheinschwangerschaft? Kennst du? Dadurch die Psyche in der Lage ist, der Mensch so, der Körper so steuert, dass man an schwanger zu sein, obwohl nicht schwanger ist. Oder viele Schmerzsymptome, die der Arzt sagt, ich kann nicht verstehen. Man nennt auch Symptomschmerz. Da gibt es auch genug. Es gibt in Altersheim, die Leute hat man nur ein Tablett gegeben, verschiedene Farbe. Aber die Farbe macht das aus, ob die Patient sich noch Schmerz oder Beschwerde beklagen oder nicht. Sie weiß ganz genau, diese Farbe für das, diese Farbe für das. Und sie will auch das genauso. Und das ist auch der Grund, der erste Schulung von Manipulation. Instant. Weil man diese Funktion des Körpers weiß, wenn die Leute jetzt im Moment sagen, pass auf, kann jede Corona angesteckt werden. Was bedeutet für uns? Eine Input-Daten von, es kann mich passieren. Aber Abwehrmechanismus existiert das nicht. Das heißt, wir haben keine Output-Daten. Dann entstehen eine Angst, eine Ängste. Ich könnte passieren. Jetzt kommt einer, die beraten, okay, zu Hause bleiben, dann machen wir es sofort nach. Ohne Widerstand, weil wir Angst haben und hoffe, die Input. Wenn du zu Hause bleiben, kann du nicht angesteckt werden. Leucht dir ein. Warum leucht dir ein? Es ist doch in deinem Gehirn diese dynamischen Muster, Datenmuster vorhanden ist. In dem, wenn ich nicht begegne, kann ich von denen keinen Kontakt haben. Das kennst du. Wie 1 + 1 = 2. Das kennst du, diese Daten, die Prozesse. Somit sagst du, okay,
meine Dynamiken, Datenmuster sagt, stimmt. Wenn ich zu Hause bleibe, kann ich weniger angesteckt werden. Oder wenn ich Maske trage, dann kann ich nicht angesteckt werden. Die wir unter normaler nenne man einleuchten oder logisch oder überzeugen. Und diese Dinge reagierten wir demnach. Wenn du siehst, wenn jemand auf deinen Rücken schlägt und du hast nicht gesehen, du hast plötzlich wahrgenommen, aber nicht reagieren kann, weil du nicht weißt, was auf dich kommt. Ob jemand dich nur stoßen oder ob jemand dich irgendwas, dann fallst du einfach um. Oder stolperst du. Das sind die Situationen, die der Input-Daten kommen und hat keine Zeit mehr, der Zugriff auf Reaktionsdaten. Kann du nicht reagieren. Oder hat Zeit zum Zugreifen, aber existiert es nicht. Plötzlich, du hast in deiner Hand hier so gefühlt, aber du siehst nicht. Wie soll du reagieren? Dann sagst du, oh, hat Geist mich geschlagen. Weil ich nicht definieren kann, was das ist. Oder Phantomschmerz. Es gibt Leute, mir ersehen, sie hat eine, eine Venengang, oder wie nennt man, von links bis zum Herz, Katheter, von Hand bis zum Herz angelegt, weil er Herzinfarkt hat. Und jetzt sag mal, Piper, nee, John, wie findest du das? Den Herzkatheter, meinst du? Ja, von den Armen bis zum Herz. Das ist eine Hochrisikogeschichte. Da ja. Können viele Dinge schiefgehen. Und wie wir gesehen, also wie ich gesehen habe, ja. Ist auch schon viel Dinge schiefgegangen damit. Nein, also, ich meine, ein paar Dinge, die gar nicht in das Schema passen. Ja. Zum Beispiel, er hat eine Bauoperation. Der Verdacht auf die Herz, wie nennt man, Herzinfarkt oder sowas. Ja. Hat man durch den Bau operiert und nach oben arbeiten. So, Das sind Dinge, die autodynamisch nicht, die dynamischen Daten, Muster nicht verfügbar ist, dann kannst du nicht reagieren, egal was auch immer. Das ganze Leben tuten wir nicht mehr und nicht weniger an eine dynamische Datenmuster anzulegen. Wir würden nicht kämpfen können, obwohl der Körper dazu fähig ist, weil wir die Reizformation keine Daten verfügt über Reaktionsdaten, beziehungsweise dynamische Datenmuster. Ja, die dynamische Datenmuster entstehen zwischen Aktion und Reaktion, ist es immer. Das war auch der Grund, weshalb die Paujut und Naturheiler sehr eng verbunden, weil sie miteinander nutzen können. So. Und jetzt bis jetzt, soweit, was ich sagen wollte, habe ich gesagt, jetzt zum Fragestund kann euch etwas Frage stellen. Bambini? Ja, ich bin eigentlich gut mitgekommen, aber ich habe mich gerade gefragt, wenn man einen Reizüberfluss hat, was passiert dann? Wird einfach alles abgeschaltet oder wird dann da auch irgendwas überschrieben sozusagen? Nein, nicht alles überschrieben. Wenn die Reizüberfluss, das heißt, in dem Moment so viele Gedankengang in deinen Kopf, dann passiert so wie ein Syntax-Terror. Wie? Syntax-Error. Oder ach so, ja. Syntax-Terror. Das heißt, manchmal mal die Bildschirme hängen,
manchmal die Daten hängen. Okay. Manchmal die Daten Salat gibt oder falsche Reaktion erzeugt. Okay. Aber es wird nichts gelöscht von dem, was man eigentlich schon vorher hatte. Was man vorher hat, wenn da die Daten durcheinander sind, auf jeden Fall ein paar wird gelöscht, nicht alle. Hm. Aber Gott sei Dank hat die Körper die neue Verknüpfung. Wenn du schläfst, es arbeitet dein Gehirn weiter, indem sie die Daten rausholt, verknüpfen von den Daten in Betriebsspeicher und nochmal wieder abgelegt. Also sozusagen alles nochmal einmal angucken. Ja, wenn gelöscht, zum Beispiel, wenn du die Arbeit, du holst von den Akten heraus und leg auf deinen Schreibtisch. Und solange dass du noch nicht gespeichert ist, dann ist er noch nicht gespeichert. Dann anfangen du nachzuarbeiten. Also neue Verknüpfung bildet neue. Manchmal, wenn du träume, denkst du auch neue Kammtechnik, neue Idee oder irgendwas. Das kann man sowohl bei Tagträumen als auch Nachtträumen passieren. Das ist alles sozusagen eine Verarbeitung von dem Erlebten. Richtig. Okay, dankeschön. Ja. Das war's. Schick, Buki. Ja, ich habe eine Frage zu dem, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Wenn ich jetzt eine Mandelentzündung habe und mein Körper hat mir eindeutig gesagt, also ich dachte die ersten 3-4 Tage, ich hätte eine Entzündung im Ohr. Stopp mal. Du hattest eine Mandelentzündung. Ich hatte, meine linke Mandel war entzündet. Bist du sicher, dass eine Mandelentzündung ist? Ich war bei der Ärztin, aber ist jetzt auch wieder alles weg. Darum geht es ja nicht. Moment, in dem Mantel, ich erkläre dir, in dem Mantel liegt daneben auch eine Lymphknoten. Ja. Könnte sein, eine Lymphknoten eher Entzündung, weil sie etwas, was dort gespuckt hat und nicht wieder bearbeiten kann. Passiert mal ab und zu. Wie Blutgerinnung, Fremdkörper, Bakterien. Na, ich habe aber öfters Probleme mit den Mandeln. Aber ist ja egal. Ich hatte irgendwas links hinten im Hals. Mhm. Aber da tat es nicht weh. Also ich dachte ganz lange, ich hätte eine Entzündung im linken Ohr. Ist das jetzt quasi, dass ich meinen Körper falsch verstanden habe? Stopp erstmal. Du hast eine Entzündung im linken Ohr. Ich hatte ganz, ganz arge Schmerzen im linken Ohr. Hat du Schmerz? Hatte ich ganz arge Schmerzen, sobald ja, wie sieht irgendwas reingekommen ist. Eine Puckenschmerz, eine scharfen Schmerz, eine dumpfen Schmerz. Ich hatte einen scharfen, andauernden Spitzenschmerz. Andauernd Spitzenschmerz. Das Spitzen kann keine Dauer sein, sondern sie hat eine Frequenz. Naja, also andauernd scharf und dann immer wieder, weiß ich, wie als wenn man mit einem kleinen Messer immer reinstechen würde. Okay. Genau, aber ich habe mein Ohr kontrollieren lassen und laut deutscher Allgemeinmedizinerin war nichts im Ohr, sondern einfach hinten links im Halsbereich. Meine Frage dazu, ist das dann einfach so ein Fehlverständnis von mir und meinem Körper oder war es dann einfach Überladung der Nerven, dass das ins Ohr reingezogen ist? Warum hat mein Ohr wehgetan und nicht mein Hals? Also von was du bis jetzt sagst, deutet mich auch, dass deine Ohren etwas komische Frequenz langzeitig gehört hat. Beziehungsweise entweder ein Geräusch so stark, dass die Ohrtrommel reißgerissen eine Reiz entsteht. Eine Riss, wie nennt man? Haarriss oder sowas. Ist nicht viel. Das kann mal passieren, wenn du einen scharfen Ton, zum Beispiel wie Flöten, so stark hörst, eine Autobremsen. Mhm. Oder auch
wenn du schlafen, dass du deine Uhr so klappen und leg an den Kissen. Das kann passieren. Abhilfe wäre, werde du erstmal eine Uhrenwatte mit dem lauwarmen Wasser einfach da rein und umrühren. Und wenn du gucken in den Ohren, es gibt eine Ohrenlippe da vorne, eine Hügel. Gegenüber ist ein Punkt, 90 Grad da rein direkt. Und wenn du mit dem Wattestäbchen einfach drücken, wenn es Schmerz lindert, dann bedeutet, sie reguliert sich von alleine. Das, ja, wäre. Das ist aber auch schon wieder weg. Also es war anderthalb Wochen lang, aber es geht jetzt auch schon wieder. Okay. Nächstes Mal frag. Vielleicht kann ich dir was helfen. Ja, aber meine Frage war ja, also glaubst du nicht, dass quasi, weil ich etwas im Hals... Nein, keine Entzündung. Okay. Ja, das geht gar nicht. Man kann Entzündung im Hals haben, natürlich. Man aber du meinst, es geht nicht, dass quasi, wenn ich eine Entzündung im Hals habe, ich das im Ohr merke? Oh Mann. Das sind die Fragen, die du mich stehen über mein Wissen hinaus. Das ist gut. Okay. Nein, keine Ahnung. Okay, also weißt du keine Antwort drauf? Nein, das kann ich nicht. Höchstfaller kann ich nur sagen, es ist eine Ohrtrommel leicht gerissen. Also eine Wunde hat. Okay. Durch den Höherton verursacht. So, Bambini. Ich habe eigentlich gerade schon gesagt, aber mir fällt gerade ein, ich habe mal von meinem Papa aus dem Medizinkalender eine Seite gesehen, die mich sehr fasziniert hat, wo ein Menschenkörper abgebildet war und dann wurden, also der ganze Körper war eigentlich voll mit Punkten, die mit Strichen verbunden wurden und das waren Symptome, war der Punkt und der Strich war, wo der Schmerz angezeigt wird. Also soweit ich mich da richtig erinnere, ich gucke mal, ob ich das noch wiederfinde, ja, ist das, glaube ich, gang und gäbe, dass man irgendwo was spürt und das kommt aber woanders her. Kannst du dann gucken, ob der Hals mit dem Ohr verbunden ist? Ich gucke mal, ob ich das wiederfinde. Wenn du wiederfindest, kannst du mir zeigen. Ja. Schau ich mal. Okay. So. Nächste. Ich bin zwar kein Arzt, aber ich denke, die Nase ist ja mit einem Rachen verbunden. Also das ist ja schon mal ein Atmungsorgan. Und die Nase, wenn ich die zuhalte und drücke, dann kommt auch was an den Ohren raus. Wenn die entzündet sind, tut es da ganz schön weh. Also das ist alles schon miteinander verbunden. Wenn ich eine starke Mandelentzündung habe, hatte ich früher auch immer sehr viel, kannst du auch Ohrenschmerzen bekommen. Das strahlt ja alles ab. Aber der Schmerz in den Ohren ist ein Druckschmerz dann. Ja, es ist ein Druckschmerz. Aber es kann ja sein, wenn du das nicht so genau, gerade diese Ohrenschmerzen, entweder hast du eine Mittelohrentzündung oder du hast eben so, und den wird sie aber vielleicht gehabt haben, dass so ein bisschen... Ein Moment. Wenn wir über Entzündung reden, wer darf das wissen, was ist Entzündung? Was verstehst du unter Entzündung? Eine Mandelentzündung? Auf den Tisch werfen, das ist, ich habe das Entzündung. Ich habe meine ganze Körperentzündung. Nee, ich habe es ja nicht so auf den Tisch geworfen. Nein. Ich habe ja eine Person gefragt, die hoffentlich ein bisschen Ahnung davon hat und es erkennt, weil sonst würde ich mir Sorgen um die anderen Patienten machen. Nein, es geht darum, wenn du jetzt im Moment mir ersehen willst, du hast Ohrenentzündung. Hans Leier, du kannst alles interpretieren, du kannst alles empfinden. Nehme ich auch wahr. Für mich, anjenige, der Heiler sagt, okay, Entzündung, was ist eine Entzündung? Alle Entzündungen immer im Zusammenhang mit dem Lymphsystem zu tun. So. Muskelkater ist eine Entzündung.
eine Entzündung. Es gibt keine scharfen Schmerzen. Es gibt nur Entzündung oder Puls, Impulsschmerz. Wenn Impulsschmerz, dann hat mit der Blutbahn zu tun, hat mit Nervenbahn zu tun. Wenn aber Organschmerz, dann entstehen eines dummen Schmerz. Daher sage ich, ich vermute nicht, dass es eine Entzündung ist, sondern eine Riss, eine Hautriss, durchüberlagert von Ton oder Dunduk. Du kannst so machen, hier die Uhr und kloppen. Dann kriegst du sofort Schmerz. Weil die Trommel fehlt da drinnen. Die kann reißen. Die kann ein Loch entstehen. Ein Riss entstehen. Wenn deine Muskel Riss hat, hier, oder ganze Körper irgendwo, wenn du schnell, während du kellst und anfängst schnell zu machen, dann hat eine Muskel Riss, sogenannten Phasenriss, dann hat ein scharfes Schmerz. Wenn du aber jemanden dick schlägst, die Haut, und angeschwollen, dann sind es dumme Schmerzen. Wenn du aber deine Blutbahn oder deine Nährbahn durchtrennst, dann kriegst du einen Impulsschmerz. Aber ist das nicht ein Zeichen? Ja? Entschuldigung. Ja? Ist das nicht immer, sagt man nicht immer bei Entzündung, ist das Wärme? Ist das ich verstehe dich. Du verstehst mich nicht? Nee, ein bisschen lauter. Okay, sagt man nicht, bei Entzündung ist immer Wärme, gerötet und geschwollen. Dann ist Entzündungsschmerz. Ja. Also das sind drei Zeichen, Indikatoren für Entzündung. Der Bereich ist gerötet, geschwollen und es ist heiß. Habt ihr das gehört von vorher, was Bambini ersehen hat? Ja, klar, klar. Was hat sie gesagt? Wo ist angeschwollen? Na, sie sagt, die Mandel und die Schmerz war aber woanders. Jetzt sagt man so, ich verstehe nicht. Wo hat sie gesagt, dass wo angeschwollen? Nee, sie hat gesagt, sie hatte eine Entzündung, also sie hatte Ohrenschmerz. Sie hat gesagt, eine Entzündung, aber sie hat nicht gesagt, wo Anschwellung ist. Na, eine Mandel, hat sie gesagt. Mandelentzündung. Aber ja, Mandelentzündung und Mandelanschwellen, das sind zwei verschiedene Worte. Nee, aber wenn man zum Arzt geht und der kickt deine Mandeln, dann kickt der, sind die rot, sind die irgendwie geschwollen, also größer als normal und na, die Temperatur werden sie wohl nicht fühlen. Wie denn auch? Hallo. Ja? Erstmal, ich habe gehört, was sie mir gerade die Umstände erklärt. Genau. Und nur auf diese Umstände analysiere ich und sage, es ist keine... Nee, du sagst, es ist wahrscheinlich, aber für mich ist auch total unlogisch, wie du darauf kommst. Ja, dann sind wir übereinstimmend. Nee, wie du darauf kommst, dass es ein Krommelfell ist. Weil wenn sie sagt, sie hat einen Schmerz. Ich habe sie nur gefragt, welchen Schmerz sie hat. Ja, und die Antwort war mir nicht ganz klar, was das für ein Schmerz gewesen. Um dann nochmal kurz was dazu zu sagen. Also im Ohr habe ich natürlich keinen Entzündungsschmerz, weil die Entzündung ja woanders ist, aber die Ärztin meinte, sie vermutet, dass die Nerven dadurch so überreizt sind, dass sie dann diesen Schmerz im Ohr verursacht haben. Und das war meine Frage, ob strahlender oder stechender Schmerz ist ein Zeichen für Nervenschmerz. Also wenn da muss ich Sander zustimmen, weil der Verlauf der Nerven passt nicht ganz genau dazu. Genau, das habe ich fand es auch mit dem, mich hat es nämlich gewundert, dass das die Nerven sein sollen. Nochmal, der Nerven hat ihren eigenen Körper. Und durch der Chick, also isolierten Chick. Aber was mir nicht ganz klar ist, du sprichst so sehr allgemein von den Nerven.
Wenn ich jetzt mich erinnere, wir sprechen von, es gibt immer diesen Hauptnerv oder diese Hauptnervenzentrum oder ich weiß jetzt nicht, wie dieses Nervensystem heißt, komme nicht auf den Namen, von Gehirn, Rückenmark. Das ist der Hauptnervensystem. Und dann gibt es das periphere Nervensystem, also das, was in Sehnerven, Ohrnerven, also Sinnesorgane, Wahrnehmungsorgane und die Arme und die Extremitäten bedient. Das ist das, was die kennen. Und von daher ist ja das Ohr als Nervensystem angeschlossen. Ja. Ist ja nicht, dass es da keine Nervensystem ist. Hat niemand jetzt sagt, was? Nee, aber wenn man sagt, die Zusammenhang die Zusammenhang zwischen Ohr und Hals besteht nicht. Und dieses Nervensystem, die zuständig ist für die Wahrnehmung von Wärme und auch für die Sehen und Hören, die ist doch ein System, ist doch ein. Naja, nicht ganz. Ne? Der Nerv, der unten aus dem Hals kommt, der ist dreistrahlig, weil der geht auch am Kiefer lang, der geht im Kiefer lang und in den Hals. Und der geht dann hoch bis unters Ohr. Ja, und dann ist der andere Nerv... Oder was? Tja, ich meine, du kannst dir in den Anatomiebüchern angucken. Ich sage nochmal... Der Nervensystem, was ich erklärt habe, es geht darum, um einen Nervenkörper, die in unser Körper, die wir an Körper wenden. Mit anderen Worten, wir befassen uns um die Autofahrer und nicht das Auto. Ja, okay. Mal, vielleicht befassen wir uns mit dem Auto. Weil er die Nerven soweit verstanden hat. Naja, ja. So. Also die durch einfach. Im Moment, warte. Derjenige, die Frage stellt, in dem Moment, wenn du Patient siehst, egal wem auch immer, die sagt, wie sie empfinden. Garantie aber nicht, dass sie das war. Sondern das wie sie empfinden. Und nachdem das, was sie empfindet, und auf Fernanalyse kann ich nur sagen, es könnte mit Wahrscheinlichkeit, mit Sicherheit, am ganzen Wahrscheinlichkeit da und da ein Problem hat. Mehr nicht. Wenn ich gefragt habe, welche Schmerz hat man? Sie hat mir noch nicht bestätigt, dass sie Entzündung. Sie sagt Mandelentzündung. Aber Mandelentzündung bedarf einer Umstände, die man Unterschied zwischen normaler Mandel und Mandelentzündung. Sie selbst kann mir nichts sagen, sondern sie kann fühlen, oh, ein Mandel ist ein bisschen entzündet. Genauso man sagt, man hat Lungenentzündung, aber was ist eine Lungenentzündung? Was versteht man darunter? Ja? Es gibt so viele Entzündungen. Es gibt Nerven in der Lunge, es gibt die Lungenkörper, es gibt die Funktionsstörung. Das sind alles Entzündungen. Aber was ist tatsächlich Entzündung? Darüber vielleicht reden wir nächstes Mal. Was man überhaupt medizinisch von dieser Körper durch Reisformation erklären kann. So, okay. Und jetzt kommen zum Kistner. Ja, es ist sehr interessant, euch zuzuhören, aus verschiedener, du als Heiler, denn Sergeant für Massage, denn Klei, Panjung, für als Krankenpfleger und so. Ich denke mal, ihr habt alle ein bisschen recht. Und ich glaube, in der Heilkunde ist es deswegen so schwierig. Also ich habe mir nur mal kurz Datenbank, Referenzerlebnisse, besserer Datenaustausch und je mehr Erlebnisse, bessere Auswertung. Das heißt, ich kann ja all die Sachen, die ich erlebe, muss ich ja irgendwann mal abspeichern, sortieren und wenn ich in die Heilkunde wieder zurückkomme, um
mich in der Informatik zu bleiben, diese Sachen, die du wissen wolltest, um genau zu sagen, was es sein könnte, da brauchst du eben diese Hinweise, stechend, bohrend, klopfen, wie auch immer, um dann daraus aus Referenzerlebnissen, weil du es schon oft von anderen gehört hast, könnte es zu so einer hohen Wahrscheinlichkeit sein, du weißt nicht hundertprozentig, aber aus den Beschreibungen und aus den Erfahrungen schließt du daraus, dass es das und das sein könnte. Das verstehe ich jetzt so ein bisschen darunter in der Heilkunde, wo der Weg hinführen könnte. Und dann muss natürlich am Ende, je nachdem, was man für eine Behandlung macht, und Ergebnis rauskommen. Und wenn man das erfährt, weiß man ja auch, ob man richtig lag oder nicht. Und so arbeitet man sich Stück für Stück vorwärts. Okay. So. Ja, also das habe ich jetzt nur dabei mit raus gefiltert. Und Schildkröte? Ja, also folgendes. Erstmal fand ich es nochmal, einmal nochmal zu Chipuki. Es ist ja manchmal auch so, meinetwegen, ich habe ein Problem mit dem Computer und denke, es liegt an, was weiß ich, daran, dass ich ein Virus auf dem Computer habe, und schließlich liegt es aber daran, dass irgendwas bei der Telekom ist. Manchmal sind es einfach Dinge, dass sozusagen zwei Ereignisse zur selben Zeit stattfinden und man denkt, die hängen zusammen, aber sie hängen gar nicht zusammen. Also mit anderen Worten, die Mandelentzündung muss ja nicht unbedingt das wirklich dann was mit dem Ohr zu tun gehabt haben. Aber das ist jetzt rein spekulativ. Was ich jetzt nochmal interessant fand, war die Sache mit den Nerven insofern, als dass, also wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, ist es einerseits auch für das Lernen zuständig, ja, und andererseits eben auch für, ja, also sozusagen als Hinweis für Krankheiten, wenn ich es richtig verstanden habe. Sekunde. Ja. Ich meine, wenn wir in den Irrgarten weitergehen, dann kommen wir nie zu Ende. Die Tatsache ist, die Fragestellung ist, die Frageausgang geht darum, was bewertet ich nach der Beschreibung? Ja. Okay? Ja. Ich habe beschrieben, was ich verdachte. Ich habe es verstanden. Ja, dieser Punkt noch nicht rankommt. Wenn wir jetzt ausweiten, dann ist es bis morgen früh noch nicht mehr. Das denke ich auch. Deswegen habe ich auch gesagt, das will ich gar nicht weiter. Es war nur meine Idee noch dazu, aber ich würde es auch gar nicht gerne noch mal besprechen wollen. Aber jetzt noch mal zu den Nerven. Ich habe es jetzt so verstanden, also die Nerven sind einerseits dazu, wie gesagt, zuständig, dass ich Schmerzen halt empfinde. Andererseits aber eben wobei auch... Wobei bin ich noch nicht. Nicht? Nee. Nee, okay, aber... was mich auch eigentlich wirklich mehr interessiert, ist die Sache mit dem Lernen. Du sagtest ja, dadurch, dass ich also bestimmte Dinge wiederhole, kann ich sozusagen das Programm überschreiben und lerne dann weiter. Ne? Und ich als Lehrerin finde das natürlich spannend. Also sagen wir mal, uns als Lehrer wird auch mal gesagt, man muss auf mehreren Schienen arbeiten. Also es gibt Schüler, die lernen mehr mit Sehen, die anderen mit Hören, die anderen mit und so weiter. Entschuldigung, hört mir zu. Ja, ich höre zu. Wenn du verstehst, Nerven ist eine Reizformation, der in sich eine bestimmte Schwingung an Körper besteht. Durch die Schwingungveränderung in seinem Körper reagiert sie auf den Körper, also übertragen auf den Körper. Ja. Die dazu der Körper, Funktionalität des Körpers in aktiven Zustand zu versetzen. Ja. Wie ein Autofahrer, der verschiedene Knopfdruck, verschiedene Dinge betätigt, um Auto zu fahren. Ja. Auto ist nicht selbstständig im Fahren. Kann sie nicht. Das heißt, unser Körper hat einen Körper und Funktionalität, die nicht selbstständig ist, also unselbstständig, wie ein parkenden Auto. Ohne Fahrer funktioniert nicht.
Wenn du jetzt kapierst, eine Reitformation ist eine Fahrer und deine Körper ist ein Auto. Ja. Die verschiedene Einrichtung hat, wie Lenkrad, wie Auspuff, wie Auspuff, wie sag mal so Motorraum, Haube. Dann ist es schon erledigt für heute. Okay, alles klar. Okay, ja. Weil ansonsten wird euch überfuttert und funktioniert es nicht. Versucht die einfacher erstmal zu verstehen, weil bedenk mal, ich habe heute ein bisschen spät angefangen und auch, dass die ganze Beispiel ein bisschen unvorbereitet ist, aber ich habe geschafft, trotzdem die Inhalt, die Informationen zu übermitteln. Und das soll euch eine Portion sein, die verarbeiten können. Bis nächste Woche. Okay, das ist klar. Okay, also ja. Ich kann dir jetzt schon sagen, nächste Woche über die Erweiterung von den sogenannten Nervensystem. Jetzt weißt du, Information, Input, also ist eine Dateninput, ist eine Aktion und sie greift in den Arbeitsspeicher und dann holt die Output heraus. Aktion und Reaktion. Die beide stehen sich an dynamische Datenmuster. Wenn du das verstehst, das versuch zu verarbeiten und nächste Woche verstehst du mehr. In diesem Sinne. Okay. Bleib mal so. Alle? Ja, alles klar. Alles ja? Klar. Weil ich versuche zu schaffen, wenn ich schaffe, nächstes Mal krieg euch ein schönes Bild. Aber auch über die Nervensystem noch weiter. Nächste Woche. Okay? Okay. Okay. Also, Mipai. Ja. Ganz kurz, weil es heute noch als Thema aufgetaucht ist, wer bei dem Begriff Autodynamik oder Autodynamikreaktion komplett Bahnhof war, Pahyut Compendium, Seite 67 fortfolgende, da wird das im Detail erklärt, wer Lust hat, in die Richtung nochmal reinzugehen. Ansonsten, das war's. Vielen Dank. Ja.